Und wir sind gutes Spiel gekommen. Wir haben auch mehrheitlich das Spiel auch dominiert. Leider hat uns im Spiel das Goal gefehlt, was sicher die Krönung gewesen wäre, wenn wir da den ersten Platz geholt hätten. Aber am Schluss denke ich, sind wir mit dem Unschieden zufrieden und dass wir eine Runde weiter sind. Je länger der Match gegangen ist, das hat man gesehen von außen, desto mehr ist klar gewesen, dass beide Mannschaften mit dem Unentschieden sehr gut leben können. Hast du irgendwann einmal eine Direktive ins Feld hineingegeben, jetzt nicht mal zu viel Risiko zu nehmen? Nein, ich glaube, die Spieler haben das von Anfang an gewusst. Wir haben eine klare Vorgabe gehabt und das haben sie auch gut umgesetzt. Wenn wir im Spiel gut drin sind, uns die Chance können erarbeiten, dann machen wir. Wenn das erste Goal fällt, dann bin ich sicher, dann haben wir das Spiel noch besser im Griff. Leider hat heute in unserem guten Spiel ein Goal gefehlt. Dann wäre es top gewesen. Leider hat es gefehlt und am Schluss haben wir das Spiel clever über die Runde gebracht, dass wir die Qualifikation schaffen. Was hast du jetzt für Wunschgegner für das 16. Finals? Ja, wichtig ist mal, dass wir überwintern und dass wir wieder ein super Spiel haben im Stadion und dass wir das unseren Fans der Stadt Basel eine Freude machen, wieder europäisch dabei sein können. Also wir haben sagen wir mal, 87 Minuten oder 90 Minuten alles versucht. Die letzten 3 Minuten waren sicher hässlich zum Anschauen. Aber ich meine, wenn man dann irgendwie noch einen Ballverlust hat und dann noch ins 1 reinläuft, wir haben gewusst, dass in Sporting nicht abpfiffen worden ist, das wäre dann auch wieder sehr, sehr komisch gewesen. Und es ist klar gewesen, dass wir am Schluss den Punkt mitnehmen müssen. Das macht natürlich die Situation nicht einfacher, wenn man nicht weiß, was dort ist und je nachdem nach dem Spiel nicht weiß, weiter ist oder nicht. Und ich meine, wir haben Chancen genug, wir haben gesündigt im Abschluss, aber wir haben ein gutes Spiel gezeigt, bis auf die letzten 3 Minuten, die, wie ich gesagt habe, nicht schön waren zum Anschauen, aber da muss man auch vernünftig sein und dann den Punkt mitnehmen und in die nächste Runde ziehen. Ich weiss gar noch nicht genau, gegen wen wir spielen könnten. Ich habe mich noch nicht extrem gross mit dem befasst. Es wäre toll, wenn wir eine deutsche Mannschaft hätten, aber ich weiss nicht, ob das möglich ist. Nach meiner Information ist Hannover Erster geworden, das wäre möglich. Stuttgart nicht, also Leverkusen ist glaube ich auch nicht der Erste geworden. Also ja, deutsche Mannschaft, also wenn in dem Fall Hannover wäre ein Wunschlos von mir. Fabian Schär, der Punkt ist im Trockenen, die Qualifikation erreicht. Herzliche Gratulation, irgendwie ein logisches Resultat. Ja, logisch. Ich denke, wir haben am Anfang sicher versucht, das Goal zu machen. Wir haben auch die ein oder andere Chance gehabt. Und ja, bis zur 80. Minute haben wir versucht, führen zu spielen. Und irgendwann haben wir das Risiko ein bisschen bremsen, weil wir gewusst, ein Punkt langen und dann haben wir sicher heimbringen und das haben wir schlussendlich auch gemacht.